Sie haben die Queste Die verschollene Rune erhalten. Wenn Sie die Queste anklicken, erscheinen rechts die einzelnen Schritte dieser Queste. Bereits gelöste Schritte werden abgedunkelt angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger über einen dieser einzelnen Schritte halten, erscheint zusätzlich unten links ein Hilfefenster mit Informationen, falls Sie etwas vergessen haben sollten. Schließen Sie Ihr Inventar. Gehen Sie in die Nähe des Monuments, selektieren Sie das Monument und klicken Sie auf das Runensymbol unten in der Aktionsleiste. In dem Augenblick, in dem Sie ein Arbeitermonument belegen, wird es ernst. Wenn Feinde ihre neu entstehenden Siedlungen entdecken, werden sie alles daran setzen, sie möglichst schnell zu zerstören. Auf dieser Karte können sie sich aber Zeit lassen. Ja, jetzt ein kleines Zwischenwort von mir. Wie ich ja bereits angesprochen habe, hier kommen Rollenspieler, Spiel- und Strategiespielfans auf ihre Kosten. Es ist so. In Spellforce ist das Spiel in die Maps unterteilt. Wie wir jetzt hier die Prolog-Map haben. Also jede Map ist eine Insel, so gesehen. Wegen der Vorgeschichte halt, die ich erwähnt habe. Und ja, es gibt drei verschiedene Arten von Maps-Inseln. Rollenspielinseln, Strategiespielinseln und Mischinseln. Rollenspielinseln konzentrieren sich nur auf Rollenspiel. Also dann gibt es nur Heldenmonumente, höchstens. Welche sind auch ohne Monumente. Strategiespielinseln haben nur hauptsächlich Strategiespiel, also Monumente für Strategiespiel, wie hier das Menschenmonument. Und gemischte Inseln ist es so, dass man beides hat. Dass man entweder am Anfang, so wie hier jetzt, Rollenspiel hat und dann in den Strategiespielteil wechselt. Oder dass man erst den Strategiespielteil hat und dann in einen Bereich kommt, wo man Rollenspiel hat. Ja, das sehen wir später, wie das dann klappt. Also das hier können wir sogar vielleicht noch hier auf dieser Insel sehen. Mal sehen. Also das hier ist jetzt eine gemischte Insel. Wir haben unseren Rollenspielteil hinter uns und sind jetzt im Strategiespielteil. Nun können Sie die Herbeirufung von menschlichen Arbeitern auslösen. Selektieren Sie das Monument und klicken Sie unten in der Aktionsleiste auf das Symbol für Arbeiter. Was der Arbeiter erscheint ja nach einigen Sekunden. Folgt mir. Sie können das Symbol schnell auch mehrfach anklicken, um weitere Arbeiter in Auftrag zu geben. Produzieren Sie wenigstens 5 Arbeiter. Hier bin ich. Wenn Sie das Monument selektiert haben, ja, sehen Sie unten links Zahlen für Ihre Bevölkerungsbegrenzung. Die oberen Zahlen geben an, wie viele Arbeiter dieser Rasse Sie momentan haben und maximal haben können. Sie können momentan bis zu 20 Arbeiter produzieren. Die Anzahl der maximalen Arbeiter erhöht sich, wenn Sie größere Haupthäuser bauen. Herr der Rune? Oben rechts befindet sich nun ein Porträtbutton für menschliche Arbeiter. Die Zahl gibt an, wie viele menschliche Arbeiter momentan keiner Arbeit nachgehen. Mit einem Klick auf den Porträtbutton können Sie einen freien Arbeiter selektieren. Die Arbeiter können, je nach Rasse, verschiedene Rohstoffe abbauen. Verfügt über mich. Menschliche Arbeiter können Bäume fällen, im Steinbruch arbeiten oder Eisenerz abbauen. Was wünscht ihr? An die Arbeit! Links neben dem Monument befindet sich ein Steinbruch und rechts daneben ein Erzvorkommen. Der nächste Wald befindet sich westlich. Um Arbeiter einen Rohstoff abbauen zu lassen, selektieren Sie einen oder mehrere Arbeiter und klicken dann mit der rechten Maustaste direkt auf den Baum, Felsen oder das Erzvorkommen. Dazu dürfen ausschließlich Arbeiter in der Selektion sein. Am oberen Bildschirmrand sehen Sie, welche Menge an Rohstoffen Sie bereits abgebaut haben.
Mit Rohstoffen können sie Gebäude errichten lassen oder Kampfeinheiten an einem Monument herbeirufen. Selektieren Sie Arbeiter und schicken Sie sie mit der rechten Maustaste zum Baumfällen. Ja? Lassen Sie sie Steine und Erz abbauen, bis sie wenigstens 50 Einheiten von jedem der drei Rohstoffe haben. Ja. Arbeiter haben übrigens ein Universalwerkzeug, wie man sehen kann. Auf der einen Seite einen Hammerkopf und auf der anderen Seite eine Axt. Aber von relativ schlechter Qualität. Was sich in der Arbeitsgeschwindigkeit widerspiegelt. Und ja, wir sehen hier sehr schöne Gegnertruppen. Also sowohl hier als auch hier. Und auch hier unten sind Gegner. Ja, da kommt das Eisen, was wir brauchen. Was wünscht ihr? Schon auf dem Weg. Was wünscht ihr? Kein Problem. Hier bin ich. Bin unterwegs. Ärmel hoch und los. Dann los. Hier bin ich. Habe verstanden. Was wünscht ihr? Kein Problem. So, halten wir die schon mal zurück. Sehr gut. Sie haben jetzt genug Rohstoffe, um erste Gebäude zu errichten. Selektieren Sie einen beliebigen Arbeiter und klicken Sie auf das Bausymbol unten in der Aktionsleiste. Es erscheint eine Auswahl von Gebäuden. Klicken Sie die Holzfällerhütte an und wählen Sie in der Spielwelt einen Standort in der Nähe des Waldes. Der gewählte Arbeiter beginnt nun, das Gebäude zu errichten. Sie können weitere Arbeiter selektieren und mit einem Rechtsklick zusätzlich zu der Baustelle schicken, falls Sie das Gebäude schneller errichten lassen wollen. Ja, wählen Sie nun andere Arbeiter aus und bauen Sie außerdem noch einen Steinbruch in der Nähe der Felsen und eine Mine bei dem Erzvorkommen. Habe verstanden. Was wünscht ihr? An die Arbeit. So, warten wir, bis die ihr Eisen abgeliefert haben. Dann können die eine Mine bauen. Zu Diensten. An die Arbeit. In jedem dieser Rohstoffgebäude können bis zu 5 Arbeiter zu sogenannten Handwerkern aufsteigen. Handwerker haben andere Kleidung und spezielles Werkzeug und sind doppelt so effizient wie einfache Arbeiter. Ja, das ist schon ein sehr großer Sprung, man sieht. Wenn Sie ein fertiges Gebäude selektieren, dann können Sie unten links im Selektionsfenster sehen, wie viele Handwerker bereits diesem Gebäude zugeordnet sind. Wenn Sie ein leeres Symbol anklicken und noch ein freier Arbeiter verfügbar ist, wird er dem Gebäude zugewiesen. Wenn Sie auf ein belegtes Symbol klicken, wird ein Arbeiter freigesetzt. Arbeiter, die das Gebäude errichtet haben, übernehmen automatisch die freien Arbeitsplätze des Gebäudes, soweit verfügbar. Ja? Wenn Sie einen selektierten Arbeiter mit der rechten Maustaste zu einem Gebäude schicken, können Sie freie Arbeitsplätze belegen. So suchen Arbeiter, die zum Beispiel Bäume fällen, automatisch nach freien Plätzen in Holzfällergebäuden und besetzen diese nach kurzer Zeit. Warten Sie, bis alle drei Gebäude fertiggestellt sind. Falls ein Gebäude nicht mehr weitergebaut wird, haben Sie versehentlich alle Arbeiter von der Baustelle abgezogen. Ja, wir haben die Gebäude schon fertig. Und man sieht, Sie gehen zu dem Gebäude, um Ihre Rohstoffe abzuliefern, nicht mehr zum Monument. Nun sollten Ihre Rohstoffe wesentlich schneller ansteigen. Behalten Sie die einzelnen Lagerbestände im Auge und weisen Sie bei Bedarf Arbeitern eine andere Tätigkeit zu.
Am Anfang geht das ziemlich gut. 15 von 20 Arbeiter. Wenn Sie eine größere Armee rekrutieren wollen, benötigen Sie Nahrungsmittel. Die Menschen sind sehr flexibel und können Fische fangen, Tiere jagen oder züchten und Getreide anbauen. In der Umgebung Ihrer Basis befinden sich zahlreiche Tiere. Bauen Sie ein Jagdhaus, um sich Nahrungsmittel zu beschaffen. Lassen Sie außerdem das kleine Haupthaus errichten, damit Sie über bis zu 30 Arbeiter verfügen. Also ja, wir bauen jetzt erstmal das Haupthaus, damit wir mehr Arbeiter haben, weil sonst sind gleich unsere ganzen Gebäude Arbeiter... wurde errichtet. Herr der Rune? Fucicato. So, dann errichten wir hier einen Jäger. Ja, bin unterwegs. Und auch wenn sie es nicht sagt, errichten wir auch ein Nahrungslager neben dem Gehen Jäger wir's an. Gleich. Gebäude wurde errichtet. Sie können bis zu 5 Arbeiter in das Jagdhaus schicken, um schneller Nahrungsmittel zu erhalten. Die Menge Ihrer gelagerten Nahrungsmittel bestimmt die maximale Größe Ihrer Armee. Durch die Fahnen an den Gebäuden erkennt man, welchem Spieler die Gebäude gehören und ob gegenwärtig Arbeiter in diesem Gebäude arbeiten. Wenn Sie genau hinsehen, können Sie in dem See hinter dem Menschenmonument die Fischvorkommen entdecken. Am Seeufer stehen einige Beerenbüsche. Diese dienen allerdings nur als Nahrung für Elfen. Kein Problem. Nun sollten Sie etwas für die Verteidigung Ihrer Siedlung tun. Errichten Sie 2 Türme in dem durch Steinplatten markierten Bereich in der Nähe des Erzvorkommens, da Feinde vermutlich aus dieser Richtung angreifen werden. Wofür das Nahrungslager gut ist, das wird uns das Tutorial nachher noch sagen. Fürs Erste ist es aber wichtig, dass es da ist. Gebäude wurde errichtet. Habe verstanden. Ärmel hoch und los. So, 2 Verteidigungstürme am Eingang. Herr der Rune. Schon auf dem Weg. Du kannst ruhig mithelfen. Oh, kannst du nicht. An dem Turm können nur 4 Leute bauen. Auch gut. Auf mein Kommando. Was wünscht die Rune? Wird sofort ausgeführt. Gebäude wurde errichtet. So, und jetzt kommt ein kleiner Einige Goblins greifen ihre Siedlung an. Sie werden gleich ein Alarmsignal hören. Zusätzlich weist ein rotes Symbol in der Übersichtskarte auf den Ort des Angriffs hin. Verteidigen Sie Ihre Stadt mit dem Avatar und dem Helden. Runenkrieger, zu mir! Wir werden angegriffen! Verstärkt die Deckung! Die Linien müssen halten! So.
Sehr gut, die Angreifer sind geschlagen. Sie können übrigens immer, wenn ein Alarmsignal ertönt, durch Drücken der Space-Taste sofort zum Ort des Geschehens wechseln.